fange mit Lasus Video an, hinter den Kulissen von dem Vlog, was wir heute hochgeladen haben. Das Video nennt sich, ich werde von Jumbrook im Audi 8 abgeholt, Movie Park Halloween. Okay, komm. Was geht, Leute? Mein Name ist Lasu. Ich bin hier gerade in irgendeiner Stadt und ich werde gerade abgeholt von Chan Brock. Schaut mal. Steifen, bra. Gehört der dir? Du sagst es doch 8000 Mal in deinen Videos. Boah, das wird extrem unangenehm. Ich weiß jetzt nicht, was er alles reingeschnitten hat. Auf jeden Fall habe ich sehr cringe Sachen in dem Video gesagt. Und ich hoffe, sie werden nicht gedoppelt und gedreifacht und reingeschnitten von Lasu. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, gehört mir. Junge, Chan fährt einfach eine R8. Was geht? Ich wusste nicht, dass du R8... Ich fick doch dieses Auto, ja, Allah. Ach, was geht? Stabil, bra, stabil, gechillt, bra. Bra, kriegst du viele Ladies ab mit R8? Ach nee, ich distanziere mich von Ladies. Ja, ich distanziere mich komplett von Ladies und ich will mit Ladies auch nichts zu tun haben. Hey, Fun Fact, seitdem mein Instagram-Account auf privat ist, folgen mir noch mehr Mädels. Hat aber abgelehnt. Ich bin ein privater Vlogger, ein privater Influencer, Digga. Welcher Influencer stellt sein Instagram auf privat? Abgehoben, Kappa. Nee, ohne Kappa, Bruder. Kann man schon als abgehoben sehen. Gechillt. Bruder, wir wollen gerade, glaube ich, 3.000, 4.000 Leute folgen auf Instagram und sie können einfach nicht. Ja, oder geil. Einfach, ja, 8 stabil, ey. Das ist voll cringe, wenn ich mich selber lachen sehe, Video. Wohin gehen wir heute? Wir fahren jetzt in den Moviepark. Ach, machen wir 2 Vlogs, ja? Nee, ich mach nur behind. Auf einmal interessant geworden. Ja, Maria, das ist der Film, wenn du privat bist. Die Leute können dich nicht mehr stalken und dann denken, ja. Woo! Ich mach meinen Account erst im Black Friday wieder auf. The scenes. Ah, okay, ja. Hinter den Kulissen ist immer gut. Ist gut für Reaktionen und so. Steifen, gechillt, Alter, tu dann. Also, ich steig da jetzt ein und danach fahren wir in den Moviepark. Darf ich einsteigen, ey? Na klar. Darf man einsteigen? Ja, darfst du. Darf ich auch Video drehen, ist okay? Natürlich. Macht man das hier auf, Alter? So. Gechillt, bra, gechillt, ey. Einfach Jan mit der 8, ey. Stabil, ey. Kannst du kurz auf Gas treten? Darf man das? Ja. Voll cringe, das Auto ist abgeriegelt, man hört den Sound gar nicht. Einfach R8, ey. Ja. Schon gut, ey. Ich sag dir. Okay, los, nehmen wir los. Lala, Digga. Er zwingt mich so in eine Ecke, das ist einfach unangenehm. Was ist jetzt was los? Auf jeden Fall ist Fisch schmeckt gut wie die Jadak-Muskulatur. Darf man einstellen? Eigentlich müssten wir schon beim Moviepark sein, aber die haben sich dazu entschieden. Walla Billa, hat jemand ein Reupload bestellt von dem Vlog von heute? Um 15 Uhr zu frühstücken. Shawarma ist gut für die Jadak-Muskulatur. Ja, ich sag dir. Nicht witzig. Ich gewöhne dir das ab, um 15 Uhr zu frühstücken. Bra, hör auf mit diesem Sujuk-Yumurta um 15 Uhr. Das macht keinen Sinn. Ist nur ein Shawarma. Bra, du darfst nicht so viel Sujuk essen, also sonst siehst du aus wie ein Sujuk. Ich habe auch ein Sujuk. Nein, weil du musst mal aufpassen, was man sagt. Du benutzt alles einfach 1000 Mal gegen mich. Ich werde sozial bleiben. Ich habe auch ein Sujuk. Darf man einstellen? Was ist eigentlich dein Lieblingsessen, Chan? Nudeln. Ein verstörendes Video, Digga. Nudeln mit was? Mit Heinz Ketchup. Mit Ketchup. Nicht mit Sahne. Ah, ohne Heinz, okay. Eine Soße. Nee, mit Ketchup. Zeig mal dein Outfit, Amir. Digga, ich will einfach in Ruhe gelassen werden. Ich hab dieses Pulli neu gekauft, das heißt, ich muss das eine Woche lang büchern, bis mich jeder damit gesehen hat. Bau, bau, Narben, Narben, da. Narben auf Hände und im Herz. Hier eine Audemars Piguet, Alter. Ja, Bruder, warte, die Schraube ist kurz noch da. Darf man einstellen? Auf jeden Fall, wir frühstücken jetzt Shawarma. Ich frag mich, wie das schmeckt. Mal gucken, wie es schmeckt. Hier haben wir einen Shawarma mit. Was ist da drin, Chef? Diese Shawarma bei Rot, Wallah, Unken. Kannst du kurz auf Gas treten? Jetzt mal nur, ich möchte nur für mich wissen. Also ist das jetzt der neue, ja, kannst du auf Gas treten, ist das ein R? Wie viel würdet ihr bieten für diese Jacke? Diese Shawarma, Bruder, ist eine 11 von 10. Ist eine 11 von 10 und Fun Fact, Bruder, dieser Laden gehörte mal ein Freund von uns und er wollte von mir immer, dass ich Werbung für den Laden mache und ich kam nie dazu, da ein Video zu drehen, also wie soll ich Werbung machen auf Cringe? Damals habe ich diesen Insta-Film noch nicht so gefühlt so. Und jetzt, Bruder, nachdem er seinen Laden an diesem Breda verkauft hat, machen wir einfach Werbung für den Laden. Wallah, ich sollte mich schämen. Falafellos, beste in Essen. Gibt's nur ein einziges Mal auf der Welt. 2 Euro. Ich hab auch nichts zu tun. Gechillt, bra, gechillt. Steifen. Steifen, Jan, steifen. Arda Turan, bra. Darf man einsteigen? Ich hab ja einen Ayran, das erfrischende Joghurt-Getränk. Ich liebe Joghurt. Joghurt ist das Beste, was es auf der Welt gibt. Dann probiere ich mal das Joghurt-Getränk. Wie der Name schon sagt, ziemlich erfrischend. Also dieses Joghurt-Getränk ist sehr, sehr erfrischend. Was sagst du, Chan? Willst du einen Schluck? Nö. Aber hast du schon mal Joghurt-Getränk getrunken? Hab ich getrunken, ja. Okay, dann bleibt halt mehr Joghurt-Getränk für mich. Kannst du kurz auf Gas treten? Danke, Bruder. Danke, Bruder. Also, dann probiere ich mal. Boah, der wird jetzt mies reingehen. Ich sag's euch, wie ist das, Alter? Diesen Shawarma. Das ist Shawarma mit Rinderfleisch. Das habe ich noch nie gegessen. Ja, der Shawarma schmeckt gut. Kann man machen. Ist eine 10 von 10. Wie findest du es? 10 von 10. Aber was hast du da in der Hand? Sprite. Was ist das? Sprite ist ein Erfrischungsgetränk. Malabilla, ein gut aussehender Mann.
der nach dem Friseur gekommen ist. War labil ein gut aussehender Mann. Jetzt sehe ich wieder aus wie ein Obdachloser. Tränkt mit Kohlensäure. Und? Und die Mitte? Darf man einstellen? Ich habe auch nichts zu tun. Also da die Parkplätze voll waren beim Moviepark, müssen wir 8 Kilometer laufen. Stabil, ey. Bra, jedes Mal, wenn ich mit Can unterwegs bin, passieren Dinge. Auf hoch. Und das sagen alle, Bruder. Ich bin wirklich ein Pechmagnet, Stressmagnet. Egal, was ihr wollt, Bruder. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, Bro. Versucht doch ruhig zu werden und dies. Aber irgendwie immer passiert was. Hochdeutsch und in meiner Sprache nennt sich... Oh nein, das hat sich auch das Schwanzka- Hallo, nein, bitte nicht Internet, bitte. Nein. Internet ist weg. Was jetzt? Der Schwanz wird kassiert. Ist er noch da? Jedes Mal, egal was passiert. Aber warum ist die Qualität so schlecht geworden? Weil Internet choked. Und das sogar rasierte Genitalien. Stabil, Can, stabil. Ganz kurz. Also wir distanzieren uns erstmal komplett vor Rasieren. Wir machen weiter. Ich hab's leider ein bisschen verlernt, Leute. Es kam eine Woche kein Video auf den Zeitkanal, tut mir leid. Auf Gas treten. Seht ihr diese Menschenmenge dort drüben? Die mussten alle ganz weit wegparken, weil der Moviepark heute so voll ist. Ja, du hast Schnapsideen, ich sag dir ehrlich. Ja, Bruder, ich muss eben mein Brot verdienen, was soll ich dir sagen? Darf man einstellen? Und da sind wir auch schon beim Moviepark. Auf jeden Fall, wir sind hier beim Moviepark und wir haben hier Zuschauer getroffen. Guck mal. Hi, moin. Seit wie lang guckst du schon unsere Videos? War schon so eine Woche? Eine Woche. Eine Woche. Alter, danke schön, du bist ein treuer Supporter. Danke, Mann. Stabil, Bruder. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao. Kannst du kurz auf Gas treten? Darf man das? Ich habe jetzt schon seit Monaten trainiert und das ist das Resultat. Schreib meine... Boah, diesem Jungen geht's gar nicht gut, Bro. Ich glaube auf mein Leben nicht, dass ich das gesehen habe. Kommentar, ob ich... Und das Ding ist, an Halloween ist verboten, dass du mit Kostüm da reinkommst. Und ich meinte zu ihm, Bro, wenn du mit einem Kostüm kommen willst, komm nicht mit einer Horrorverkleidung, weil dann werden wir rausgeschmissen, weißt du? Bro, die gehen kurz weg, die kommen wieder. Ich sehe einfach, er kommt mit so einem Muskelanzug. Wallah, und alle Mitarbeiter haben ihn gefeiert. Stabiler geworden bin. Gechillt, bra, gechillt. Hier willst du meine Bauchmuskeln sehen, Can. Wieso ist das verboten? Ja, weil an dem Tag, also es ist ja Halloween-Monat und die wollen halt einfach nur, dass die Angestellten kurz mit reinkommen. Checkst. Moin, Kudo. Berühren. Frauen stehen auf Bauchmuskeln, weißt du, was ich meine? Wie kann man sowas machen und kein Schamgefühl haben? Wallaha, feier ich. Bruder Laso ist schon ein Talent, was das angeht. Inju, Bruder, guck ihn dir an. Guck ihn dir an, Bruder. Jetzt gerade, guck ihn dir an. Guck dir dieses Gesicht an, Bruder. Zoom mal bitte hier ein bisschen rein. Welcher Mensch macht solche Aufnahmen, Bro? Ein Psychopath. Kannst du kurz auf Gas treten? Sehr, sehr stabiles Wetter. Und jetzt muss ich in so einem regnerischen Wetter auch noch acht... Einmal so einen Körper haben. Fühle ich dich daran? Achterbahn fahren. So ein Müll. Gar keine Lust. Aber Can Abi Jim zwingt mich dazu. Was soll ich machen? Betrachtet so lange mein Sexpack. Stabil, bra, stabil. Kurzes Statement von mir. Ich bin gerade Achterbahn gefahren, weil dieser gleich aussehende Mensch hier mich dazu gezwungen hat. In seinem Vlog werdet ihr sehen, wie sehr ich Angst hatte. Aber bra, weißt du, was ich meine? Ich habe Muskeln, weißt du, was ich meine? Egal, wie viel Angst ich habe, ich bin trotzdem stabil. Macht euch nicht lustig über mich in den Kommentaren, weißt du, was ich meine? Mein Name ist Can, ich sehe gleich aus. Ja, stimmt. Zum Glück ist dein Meme ausgestorben, Bruder, Allah. Wie, mein Name ist Laso, ich habe Angst vor der Holzachterbahn. Hab ich nicht. Will ich gleich sehen. Diesmal sitzen wir nebeneinander. Ich hatte nie Angst vor Achterbahn. Kannst du kurz auf Gas treten? Hast du Angst vor Horrorhäusern? Stabil, bra! Wo waren die, als wir im Krieg waren, als wir Horror gesehen haben? Alles klar, bestimmt war Ami im Krieg. Gesehen haben, als wir Leid gesehen haben. Das sind so Sachen, die ich immer rausschneiden muss, Bruder. Ami nehme ich auch so 10 Stunden lang auf und tue immer das Beste rein. Bei Ami ist es immer so 7 von 10 Sachen sind krass und 3 so komplett reingeschissen. Haben. Soll ein Clown kommen, ich pack dem so am Kragen. Weißt du, was ich meine? Dieser Kommentar war zum Beispiel einfach unter Shakiras Musik, der Jazzy gleich aus. Seh, dieser Kommentar, er war überall. Wenn du wüsstest, auf welchen Seiten dieser Kommentar noch war. Warte, ich bin so froh, dass es aufgehört hat. Wirklich. Das hat ja. Hani, irgendwann muss ja aufhören. Man, immer wenn man denkt, es hört auf, hat es nicht aufgehört. Weißt du, ich meine? Weißt du, was ich meine? Darf man einstellen? Die holen uns jetzt mit dem Bus ab und gehen wir in so ein Monsterhaus. Also da war dieses Horrorhaus, da waren wir drin. Und da ist Can Brock. Wie fühlst du dich? Mir geht's nicht gut, ich werde diesen Park verklagen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das gesagt habe, aber... Hä? Hey Mädels, das war keine coole Aktion von euch. Was haben wir denn gemacht? Also Fazit, ich war derjenige, der die ganze Zeit vorgelaufen ist und ich hatte nicht mal 1% Angst. Ich habe keine Angst vor Dingen, die ich sehen kann. Weißt du, was ich meine? Stabil, gechillt, bra, gechillt. Ich hab auch nichts zu tun. So, da ist wieder unser Bus. Einmal die Fahrkarten bitte. Bra, eigentlich fährst du R8. Hättest du gedacht, dass du irgendwann... Ich f*** diesen R8, sag ihm das. ...mal wieder Bus fährst? Nee, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber ja, man sollte niemals so hoch fliegen, weil der Aufprall sehr hart werden kann. Ja, fühle ich. Ich hab auch nichts zu tun. Wir fahren jetzt die Tachta-Achterbahn. Tachta heißt auf Türkisch... Adam aus in der Tachta, aus der R in die RS. Türkisch Holz hat mir Can... Fresche Jacke vom wo? Weiß ich nicht. Brock gesagt, Tachter-Achterbahn, stabil, wir fahren die Tachter-Achterbahn. Can, ja? Bist du bereit für die Tachter-Achterbahn? Ja, bin ich. Gechillt, bra. Wie wir Achterbahn fahren, seht ihr dann in seinem Vlog. Can zwingt mich jetzt, diese Achterbahn zu fahren, aber ich habe gar keinen Bock, ich sag euch ehrlich. Die besteht komplett aus Holz, das ist nicht mal stabil. Die kann jeden Moment zusammenbrechen, weißt du, was ich meine? Ich habe gar keine Lust drauf. Darf man einstellen? Er wurde von Zuschauern erkannt.
Er macht einfach vor Achterbahn Bilder, stabil, bra. Bruder, also wirklich, im Moviepark, ohne jetzt eine Story gemacht zu haben und so, wir wurden da schon wirklich sehr oft erkannt. Alle waren auch sehr respektvoll und lieb und nett. War schön, die Zuschauer mal wieder zu sehen, Digga. Ich war schon lange nicht mehr in Deutschland so unterwegs, so. Liebe Grüße auch an die Leute, die das Video sehen und vielleicht mit uns da ein Foto gemacht haben. Kuss. Steifen, bra, steifen. Guck mal, wie frisch seine Seiten sind. Stabil, bra. Gechillt, bra, gechillt. Darf ich deine Seiten anfassen? Das ist nicht mein Moritz. Stabil, bra. Kannst du kurz auf Gas treten? Die Mitarbeiter haben mich auch überall umsonst spielen lassen. Alles ehrenkorrekt, Jungs. Wallah. So eine Abzocke! Niemals spiele ich hier wieder im Moviepark! Tachter Achterbahn, stabil. So wie ihr sehen könnt, es ist Nacht geworden und wir laufen jetzt hier rum. Und wir sind hier ein paar Kreaturen begegnet. Michael Meyers, hallo! Jan, du bist immer unterwegs, du weißt nicht, was für eine Community in Deutschland und Österreich aufgebaut hast. Bro, ich tatsächlich mache ja YouTube schon seit 10 Jahren und wo wir in Österreich waren, ist mir schon aufgefallen, Bruder. Also wir sehen ja in den Statistiken, woher die Zuschauer kommen und so. Ja, also ich will mich jetzt nicht so Dings reden, aber wir werden tatsächlich eigentlich fast überall erkannt. So, ihr seid eigentlich überall. Die Kennex unter euch, wo egal wo auch immer ihr seid, wir werden immer erkannt und wir werden immer nett von euch behandelt. Ich habe wirklich draußen noch nie eine negative Erfahrung gemacht, was Zuschauer angeht. Deswegen Kuss und Ehre geht raus an jeden und ich wünschte, ich könnte euch alle einmal sehen. Und in dem Moviepark, Bruder, waren so viele mit meinen Klamotten, ne? Das war so, war schon ein cooles Gefühl, Bruder. Ich wollte sie schon immer mal sehen, Michael. Ich liebe ihre Filme. Walla, dieser kostümierte Mann ist schon seit 10 Jahren da am Arbeiten, ne? Sie sind der beste, Michael. Können Sie gechillt, bra, sagen? Warum, Michael? Können Sie sagen, schönen Grüß an Osan? Okay, danke, Michael. Es ist alles nebelig. Es ist so nebelig, ich kann nichts hören. Man sieht ja nichts Alter, mehr. Leck mich am... Erstmal einen kleinen Mittelfinger an die. Kannst du kurz auf Gas treten? Jean Brock gönnt sich hier Churros. Wir können sie ja alle Churros. So sagst du Jean Brock, mein Bruder. Ich möchte nicht Jean Brock genannt werden, bitte. Die sind wunderschön, warte, aber sie sind noch schöner. Krieg ich eins? Krieg ich eins? Okay, ich bin gespannt. Krieg ich eins? Walla, ich bin einmal. Warte, Laso. Krieg ich eins? Mein Löwe, mein Bär. Dankeschön. Schmeckt sehr soft und sehr clean. Die Churros wurden mit Schweinefett gemacht. Kannst du kurz auf Gas treten? Da drüben ist das letzte Horrorhaus. Das werden wir jetzt besuchen. Hier ist die Schlange, die geht bis da ganz nach hinten. Und die fängt hier an mit Jan Brock Abijam. Schau mal, hier ist Graf Dracula. Graf Dracula! Ja, hau ab mit deinem Gerät da! Leck meine Eier. Digga, ich hab auch nicht ver... Was? Graf Dracula. Ich finde deine Frisur voll cool. Ja, hau ab mit deinem Gerät da! Leck meine Eier, Junge, Alter. Graf Dracula. Bruder, die haben alle voll rumgeheult, dass man die aufgenommen hat, Alter. Ich habe den Film gar nicht verstanden. Okay, ich kann's verstehen, wenn man das Horrorhaus nicht aufnehmen sollte, weil die Leute ja Geld dafür bezahlen, da reinzugehen. Wir sind hier gerade an der Tanke und Chan tankt gerade. Das wird ein teurer Spaß. Das ist flüssiges Gold. Das stimmt, ja. R8, weißt du, was ich meine? Mit Dollars... Keiner mag den R8 zu tanken, Digga. Sag ich euch, wie es ist. Ist ja ein Sticker. Warum ist dein Auto so schmutzig? Ich weiß es nicht. Soll ich dir helfen? So, mach mal das Ding hier ein bisschen sauberer. Er fährt ein R8, weißt du, was ich meine? Den muss man auch schön pflegen. Mal gucken, bei wie viel Euro wir schon sind. 60 Euro. Freust du dich auf... Chat, an der Stelle, ich spiele mit den Gedanken, den R8 weiß zu verlieren. Was sagt ihr? 1 oder 2? Oder werden wir es in den YouTube-Kommentaren hochladen? Neue Farbe, neues Glück. Was sagt ihr, Digga? Gar keinen Bock. Das ist teuer, Mann. Ich weiß nicht. Viel Spaß. Ja, 2? Krass. Ich habe noch nie den Chat so stimmig gesehen, dass er sagt nein. Heftig. Ja, dann lass ich den schwarz, Bruder. Wir machen weiter. Was habe ich euch getan? Weiß es doch schön. Tamam, ich hab verstanden, eure zwei Jungs und Mädels. Tamam, okay, ich mach's nicht. Walla, ihr habt mich überzeugt. Walla, Billy hat mich überzeugt. Ich hab auch nie so schnell eine Faust von der Community bekommen, Bruder. Schambrock fährt er ab, weiß ich nicht. Bruder, er hat es den ganzen Tag gesagt. Er hat nicht nur On-Cam, Off-Cam hat das auch tausendmal gesagt. Auch den Leuten, die im Moviepark da rumlaufen. Wusstest du, dass Schambrock ein R8 fährt? Es ist in meinem Gehirn gewesen, Bruder. Es hat wehgetan einfach. Für diese Groschen hat der hart gearbeitet. Weiß es für Frauen. Der dein hübsches Mädchen. Jeder Euro. Ach, ich bin so müde, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oder scheiß drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bezahlt unseren Tank. Genau, bis morgen weitergehen. Okay, Outfit-Check. Outfit-Check, Palm Angels T-Shirt mit braunem Fleck. Aber das war vom Hersteller schon so. Okay. Das ist limitiert. Es gibt es nur 5-mal auf der Welt. Meine puren Muskeln hier, die sind unbezahlbar. Oberschenkel. Selbst für den Chat ist das normal geworden, dass Laso einfach so kostümiert rumläuft, oder? Es ist einfach normal. Muskeln. 162,75 €. Das war's. Hiermit beenden wir das Video. Darf ich einsteigen, ey? Darf man einsteigen? Darf ich auch Video drehen? Kannst du kurz auf Gas treten? Betrachtet so lange mein Sexpack. Jokhurt-Getränk. Darf man einsteigen? Ich hab auch ein Stück. Tachter-Achterbahn, stabil. Graf Dracula. Ich finde deine Frisur. Ja, hau voll ab cool. Mit deinem Gerät. Leck meine Eier, Junge, Alter. Graf Dracula. Kannst du kurz auf Gas treten? Graf Dracula.
Ja, war ein gutes Video, Digga. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Videos von Laso reagieren sollen, dann gibt es wieder einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Ja, in Zukunft wird Laso wahrscheinlich auch immer bei den Videos dabei sein. Also ich werde ihn auch mal fragen, wenn wir reisen sollten, dies, das, wenn er dabei ist, ist er dabei, so. Ja, so, kommt gut an, so. Weißt du, was ich meine. Okay, tschüss.